Es gibt unendlich viele Dinge auf dem Bildungsweg, das zu lernen, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich das Tun. Und wenn der Wille da ist, dann schafft man alles. Mein Name ist Martin Mühlburger, bin Filmemacher aus Vorarlberg und das seit gut 26 Jahren. Ein Filmemacher erzählt Geschichten, im besten Fall mit dem Medium Film. Aber die Prozesse verändern sich auch ständig natürlich, aber also der gemeinsame Nenner ist schon Geschichten erzählen. Arbeit bedeutet in erster Linie Leidenschaft, Wertschätzung, gerne Zeit mit sinnvollen Dingen zu tun. Mein Weg war sicher eher verlaufen. Also meine Leidenschaft hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich nicht den klassischen Weg einschlage, sondern einfach tue. Und mit den Jahren wird man dann halt besser und kommt immer mehr ins Detail. Und man merkt dann aber auch, dass diese Leistungskurve flacher wird. Also man muss immer mehr investieren in das, dass man besser wird. Und ich habe noch bis zum heutigen Tag nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein fertiger Filmemacher bin, sondern versuche halt mit jedem Monat und mit jeder Aufgabe, die mir gestellt wird, immer wieder dieses Grundbedürfnis oder die Notwendigkeit des Kunden oder des Auftraggebers zu erfüllen, eine gute Geschichte zu erzählen. Unsere Aufgabe ist es, mittels Bewegbildern im besten Fall das Gehirn des anderen zu erreichen und diese Geschichte langfristig dort zu verankern. Und da ist sicher die Kameraarbeit ein Teil davon, der Schnitt ein Teil davon, die Farbkorrektur, was es auch immer alles gibt, aber die Geschichte steht immer im Mittelpunkt. Ich würde mir jetzt nicht als szenischer Filmemacher beschreiben. Ich glaube tatsächlich, dass es die Liebe ist zu diesem Tun. Und dann ist es am Ende des Tages tatsächlich der Applaus, also der nicht hörbare Applaus, also die Wertschätzung, dass man eine Aufgabe gemeistert hat und sinnstiftend tatsächlich eine Geschichte erzählt hat. Und das ist schon tatsächlich der Antrieb, weil die Voraussetzungen sind nicht immer gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man ständig an guten Locations ist oder dass die Geschichte an einem Arsch springt, sondern man muss schon sehr, sehr, sehr tief ins Detail gehen, um dann diese Geschichte zu finden, um dann diese Bilder entstehen zu lassen. Das Filmemachen vereint ja sehr viele Kunstformen, also Literatur, Musik, also darstellende Musik. Und Filmemacher ist nie ein Ein-Mann-Beruf. Also du brauchst extrem viele unterschiedliche Spinner oder Talente, die du überzeugen kannst, dass diese Geschichte, die du jetzt da auf diesem Blatt Papier hast, die richtige ist, wo derjenige dazugehört. Also es ist, das Filmemachen an sich ein Zusammenscharen von unterschiedlichen Talenten, die an einem Ziel quasi beteiligt sind oder die dasselbe Ziel haben. In 20 Jahren oder in 10 Jahren schaut der Beruf anders aus, aber der hat vor 5 Jahren auch anders ausgeschaut. Also Veränderung ist immer ist Teil des Lebens. Oder? Alles, was sich nicht verändert, ist tot. Also wie gesagt, wenn die Neugierde, also wirklich die Gier nach Neuem nicht dahinter steckt, hinter dem Ganzen, schafft man so nicht. Also es würde mich wundern, wenn es in 10 Jahren gleich wäre wie jetzt. Und es wäre unglaublich langweilig, das dann immer noch zu machen.